So, da wäre ich wieder. Und alles ist mit Aufnahmen. Okay. So, wir sind jetzt in Sequenz 10. Wir sind schon sehr, sehr weit im Spiel. Ich habe auch, bevor man das Spiel startet und im Menü ist, steht da, kann man den Spielstand laden und da steht auch, wie viel Prozent man hat. Und wir sind bei 70%. Und ich glaube, bei den 70%, da zählt natürlich auch die ganzen Nebenaufgaben und so Sidequests, Sammelobjekte und sowas. Deshalb, ne? Also 70% heißt schon viel. Wir haben noch nicht viele, nicht alle Nebenaufgaben gemacht, aber wir haben schon sehr viel Hauptstory. Das heißt, es kann nicht mehr viel geben. Ich muss sagen, die letzten paar Missionen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich ja schon mal erwähnt. So, hallo Junge. Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also von der letzten Folge, die vorletzte Folge und vor ein paar Folgen. Die ganze Mission mit Haytham fand ich sehr cool. Nicht von der Mission her, aber nur so ein bisschen von der Handlung. Und ja, ich sag mal dem Drama, das es da gab, ne? Wegen der Beziehung, die die beiden haben. Fand ich sehr, sehr coole Mission. Ganz ehrlich. Ja gut, nun wieder ein paar Nebenmissionen. Ich habe es ja gesagt, ich hätte gedacht, wir wären schon fertig mit den ganzen Nebenmissionen, aber nein, das stimmt überhaupt nicht, denn in neuen Kapiteln schaltet man neue Missionen frei und deshalb, da wir jetzt in einer Sequenz sind, kommen noch ein paar neue Sidequests dazu. Deshalb sind wir noch nicht ganz fertig, aber es gibt echt auch nicht mehr viele Sidequests, deshalb machen wir mal eine davon. Die 1000-Pfund-Idee. Du hast nicht zufällig in New York zu tun, oder? Ich frage nur, weil ich ein Paket aus Frankreich erwarte, das längst überfällig ist. Ich habe dem Postmeister geschrieben und warte auf Antwort. Dachte, wenn du in der Nähe bist, kannst du ihn persönlich fragen. Wenn ich das nächste Mal da bin, suche ich ihn auf. Okay, das ist was für New York. Wir müssen noch eh nach New York, oder? Na, sieht man gerade nicht. Gut, dennoch, wir haben hier noch eine andere Mission. Machen wir die halt eben. Wir wohnen noch mal da hinten. Natürlich weiß ich das so nicht. Ich bin gespannt. Ist es der... Ach, das ist die Erst müssen Sie an Typ uns ist. vorbei. Connor. Hallo. Connor. Das Comeback. Bin ich gespannt. Die kommen, David. Wir müssen bereit sein. Wer kommt? Rotröcke. David wird des Verrats angeklagt. Und vermutlich hingerichtet. Connor, gut, dass du da bist. Ich muss dir was zeigen. Ich voll vergessen, da gab es ja noch was. Der wurde ja verfolgt, der gute Dave. Stimmt, stimmt, stimmt. Und ich muss mir mal kurz, ja, die Socke hochziehen. Ich weiß nicht warum. Wir sollten einen Hinterhalt legen, falls wir ihn brauchen sollten. Wir werden uns 2:1 überlegen sein. Naja, also ganz ehrlich, es ist nicht so wichtig, wie viele Leute da sind. Denn solange ihr mich auf eurer Seite habt, ist alles cool, yo. Wo ist die Kiste hin? Leider nicht. Ich befürchte, dass sie. Ich kann es sein, dass sie weggeglitscht ist. David Walston, ergib dich uns und stelle dich einem ehrbaren Kriegsgericht für die Anklagen Verrat und Fahnenflucht. Ich will mit dem Krieg nichts zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Hat mir. Ach, hier ist das Ding. Es kommen noch mehr, ich bin ganz sicher. Seid bereit. Nimm's. So, hier ist es. Ach. Wollte das gerade zurück? Wow.
Das war erfolgreich. Ach, ein paar überlebt. Ja, es war dennoch relativ erfolgreich. Zu langsam, fürchte ich. Ja, easy. Connor, es tut mir leid, dass ich so viel Gewalt ins Dorf gebracht habe. Wir halten zusammen. Die Briten werden nicht noch mehr Männer für einen Deserteur opfern. Du hast es überstanden. So, Big Dave kann nun hochwertige Waren herstellen. Das ist ja schön. Das Comeback, die Siedlung wächst weiter. Wundervoll. Nettes Gebäude hat er hier, muss ich sagen. So, hier sehe ich erstmal... Ist hier was? Ist das was? Nee. Hier sehe ich dann tatsächlich erstmal nichts mehr. Die Konuke haben noch nicht alle. Und wir können aus irgendeinem Grund nicht uns porten. Weißt du was, dann machen wir... Hä? Warum können wir das Gebiet nicht verlassen? Ach, hat das irgendwelche Storygründe? Ich glaube, sobald wir das Gebiet verlassen, startet die Cutscene, die nächste. Weißt du was, dann machen wir doch mal... Ich wollte sowieso noch was hier machen. Wir haben ja Geld. Uns fehlte eine Kleinigkeit. Die möchte ich nicht missen. Haku. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die tatsächlich aktiv brauchen werden. Aber ich wollte dennoch mal besorgen. Okay, hier haben wir auch leider nichts mehr. Wir brauchen die letzten paar Klunker. Neubelungen im Herrenhaus freigeschaltet. Ja, ich frage mich, wo genau im Herrenhaus? Ah, da sieht man, da ist das Missionssymbol. Jetzt, hä? Jetzt können wir reisen? Okay, hier ist irgendwas ein bisschen buggy. Ich will erstmal hier hin. Und gucken, was da abgeht. Also nicht mit den Leuten hier reden und so, pipapo, sondern erstmal gucken, was wir hier noch machen können. In der Gegend. In der Neighborhood. So, denn hier ist noch eine Faustmission. Eine Faustmission, sag ich schon, aber ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ein von den Dingern hier. Und hier sind noch ein paar Klunker und ich hätte gerne die Klunker. Es ist die Frage. Ach, ein bisschen was werden wir hier schon machen. Zumindest werden wir hier hingehen. Ich wollte ja noch all die Sachen hier sammeln. Das mache ich an. Das wollte ich auch an einem Stück machen. Aber jetzt habe ich gerade keine Lust dazu. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht so viel Redebedarf. Oder habe ich Redebedarf? Ich habe gerade doch ein bisschen Redebedarf. Wir können ja einen Teil davon machen. Von dem Shit, der hier ist. Zum Beispiel habe ich endlich mal, ich habe es glaube ich schon beim letzten Mal erwähnt, ich habe ja, das ist jetzt super gut gewesen. Mittlerweile habe ich ein bisschen Geld auf der Bank, kann ich mal, sagen wir es mal so. Und kann mir ein paar Sachen leisten. Ich habe mir endlich mal was gegönnt. Das ist ein schönes Gefühl, auch mal sich Sachen kaufen zu, oh hier ist ein Fehler. Aber wo? Sich mal Sachen kaufen zu können, ohne so die ganze Zeit darüber nachzudenken. Reicht das Geld gerade dafür? Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, die Feder. Ich kann mal kurz die Feder markieren. Oh, Moment, da war die ja. Ist 55 Meter über uns. Die ist irgendwo ganz da oben. Das heißt, wollen wir zur Feder, wollen wir auch da oben hin. Aber ich habe mir was gegönnt. Ein bisschen, ein paar Spiele. Eins kann ich sagen, eins ist Strife's Fusion.
ist so ein, wie soll man sagen, ein Spiel, wo man ein Geschicklichkeitsspiel, weil ich weiß nicht, ob man sagen kann, was ich mir mal gegönnt habe. Ah, googelt's einfach. Ich habe keinen Bock, das erklären zu müssen. Na, hier geht's hoch. Und das andere Spiel, was ich mir gegönnt habe, kann ich nicht sagen, denn ich habe tatsächlich vor, dazu ein paar Videos zu machen. Also, ich kann ja sagen, ich habe mir ja, ups, es ruckelt gerade ein bisschen, gefühlt. Ich habe ja gesagt, nachdem wir ja Most Wanted durchgespielt haben, spielen wir noch Need for Speed Carbon durch. Es kommt noch, keine Angst. Aber was auch noch kommen wird, ist, Moment, wir müssen mal kurz hier hoch. Was auch noch kommen wird, ist ein anderes Spiel. Was ist hier los? Da ist so ein Tier, ne? Aber das ist kein gewöhnliches Tier. Da müssen wir mal ein bisschen näher ran. Aber erst gleich. Zumindest, ich glaube, das ist der Grund, warum die Musik gerade so ein bisschen spannend wird. Spannend aufbaut. So, dann gehen wir mal kurz da runter. Ja, es ist so eine Bergkatze irgendwie. Oh oh. Oh, 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 oh. Okay. Ja. Schade, der Pfeil hat eigentlich nichts gebracht. Hätte ich vielleicht einen Headshot gegeben, hätte das vielleicht schon was gemacht. Puma-Fell, jawohl. Okay, 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 schnell. So. Ich wusste, auf meine Pistole ist Verlass. Die wird den Job schon erledigen. So. Auch die Feder abholen. Bevor wir jetzt da runterspringen, was ich wirklich sehr gerne tun würde, gucken wir erstmal, wo wir als nächstes hinwollen. Weißt du was? Das Ding ist direkt vor uns. Es ist quasi direkt in unserer Schau. Es ist weiter weg, als ich dachte, tatsächlich. Dennoch, wir gehen dahin. Oder wollen wir irgendwie einmal im Kreis gehen? Hier ist ja nicht mehr viel. Wir gehen einmal im Kreis. Wir machen heute echt ein bisschen was hiervon. Laufen durch die Gegend. Auf jeden Fall, das Spiel, was ich meine, was ich mir geholt habe, ist eine Fortsetzung. Ja, kann ich das sagen? Ist Teil einer, ist eine Fortsetzung eines Spiels, was schon auf diesem Kanal kam. So, so kann ich das formulieren. Bevor ihr euch auf was ganz Neues freut, nein, der Vorgänger des Spiels, das ich mir gekauft habe oder das ich spielen will, der kam schon auf diesem Kanal. Schon mal. Ich frage mich, wer jetzt so interessiert ist, dass er sich die Playlist anschaut. Also, ob ich genug Spannung aufgebaut habe, dass sich echt tatsächlich jemand neugierig genug ist und sich jetzt denkt, Moment, was hat er denn so gespielt? Was könnte es sein? Dann gucken wir mal die Playlist durch. Ja, das Spiel kam, das Spiel kam, das Spiel kam. Dann kann es ja nur noch das sein. Die Frage ist, was wird es das sein? Was wird es? Keine Ahnung. Grammar is failing me. Es sind immer noch Ferien, weshalb. Ich muss mir keine Gedanken machen, ganz ehrlich. Über irgendwelche. Über das richtige Aussprechen. Ganz ehrlich. Da ist was. Was ich nicht mache. Richtig aussprechen. So, ich frage mich gerade, wo kommt man. Ah, hier kommt man da rein. Hinkbands Glunker.
Naja, hätten wir den Shit. Sorry. Das ist schön. Oh, Moment. Hab ich fast vergessen. Connecticut. Dann machen wir mal hier die 6er, den 4er und den 3er. Gemeinsam auf eine Mission. So, here we go. Und vielleicht was mit 2 Sternen. Ja, da freut man sich doch. Schafft er schon. Wunderbar, Leute auf Mission geschickt. Döp, döp, döp. Ich muss ja sagen, mittlerweile ist Assassin's Creed Origins ja schon erschienen. Also wenn ihr das Video schaut, ist es schon seit 2 oder 3 Wochen raus wahrscheinlich. Aber jetzt zum Zeitpunkt, wo ich diese Folge Assassin's Creed 3 aufnehme, ist Assassin's Creed Origins schon... es ist noch relativ frisch draußen, es ist nicht brandneu. Ich habe schon gesehen, also von den Leuten, die ich abonniert habe, da sind auch ein paar Let's Player dabei und da habe ich schon gesehen, die sind auch schon teilweise bei Folge 6, 7, 8. Das heißt, es muss auch schon eine Woche draußen sein. Und es fickt mich ja schon mal an, weil ich höre jetzt nicht Überragendes und so, ich höre auch ein bisschen Negatives von wegen, ja, ganz ehrlich, das Spiel, Open-World-Typ, spieltypisch, ist es ein bisschen verbuggt, weil es ist tatsächlich bei Open-World-Spielen schon immer so, die sind tendenziell verbuggter als andere Spiele. Weil beim Programmieren von Open-World-Spielen, ne, kann ein paar Fehler passieren, ne, wenn man an KI denkt oder an sonstiges, KI-Fails oder ne, Gegenstände, die rumbangen und so. Also das ist immer bei solchen Spielen so und bei Assassin's Creed Origins soll es doch ein bisschen zu extrem sein, habe ich gehört. Aber gleichzeitig, und es soll tatsächlich ein Rip, also was heißt Rip-Off, aber es soll ein bisschen an, also viele sagen, es ist ein bisschen Witcher 3. Und wenn man sich so die Karte von Assassin's Creed anschaut und wieder die ganzen Fragezeichen da sind und das sieht 1:1 aus wie die Map in Assassin's Creed, in Witcher 3. Zumindest von den Fragezeichen-Symbolen und her und die, ne, das Gefühl, was man hat, wenn man da die ganzen Fragezeichen sieht und was man alles machen kann und so. Es hat sich da ein bisschen was geborgt. Und Witcher 3 war zu Anfang auch ein bisschen buggy und glitchy. Mich nicht bei mir, aber ich habe von anderen gehört, ne. Also einige haben ja mehr und einige weniger Pech, wenn es so Bugs und Glitches gibt. Ich hatte da relativ wenig Probleme, aber ich weiß, das wurde schon nur über die Monate ein bisschen gepatcht. Deshalb kann sein, dass es in Origins, Assassin's Creed Origins in der nächsten Zeit auch ein bisschen gepatcht wird und so. Hoffen wir mal, dass es nicht so ein Bugfest wird. Oh, ja stimmt, das war ja der Kampf. Ich weiß nicht, warum ich... Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit davor stehen geblieben bin. Ich wollte noch meinen Gedanken zu Ende führen. Aber ich hätte auch eigentlich anfangen können zu kämpfen. Ja, das hat nicht mal Leo. Was ist denn das für einer? English, I only speak, you moron. Yes. We have a fist fight. Nö. Okay, jetzt wirklich zwischen verschiedenen komischen Akzenten. Ach, ich soll das so irgendwie so ein indianisches Ding sein, spricht so Indianer. Slang würde ich schon sagen, also ne, so wie Indianer sprechen. Indianisch. Ureinwohnerisch, ne, wir wollen ja hier Political Correctness und so. Deshalb Ureinwohnerisch.